Während die Brotdose bei der Spurensicherung auf Fingerabdrücke untersucht wird und die Einsatzkommission nach dem unbekannten Mann fahndet, haben die Beamten Can Yildiz, den Vater des 11-jährigen mutmaßlichen Dealers Adrian, zur Wache bestellt. Also wir können es uns auch nicht so ganz erklären, was das zu bedeuten hat. Wir haben ihren Sohn angetroffen in einem Park. Er hat, wie wir vermuten, von diesem Herrn hier eine Butterbrotdose übergeben bekommen. Und wir gehen davon aus, dass darin Betäubungsmittel, Drogen transportiert wurden. Können Sie sich einen Reim drauf machen, wer das ist? Haben Sie ihn schon mal gesehen? Ja, also ich kenne den nicht, also, aber irgendwie kommt der mir bekannt vor. Aha. Ich kann jetzt nicht zuordnen, aber auf jeden Fall, ich weiß jetzt, ich habe jetzt einen Kiosk, vielleicht hat ein Kunde von mir, der öfter mal da ist. Ja. Aber so bekannter ist er nicht. Herr Yildiz, in Köln sagen wir, jeder Jeck ist anders, aber der Adrian, der ist Ihnen ja nun nicht gerade aus dem Gesicht geschnitten. Deshalb muss ich einfach mal fragen, ist das Ihr leiblicher Sohn? Ja, das ist mein Sohn, ja. Aber was mein Kollege meint, ist, in Köln gibt es so ein Sprichwort, die sind wie gekotzt, das heißt, sie sehen gleich aus. Es kann ja sein, wir haben in einem anderen Fall eine Situation auch mit einem Kind im selben Park. Und das Kind war adoptiert. Und wir hatten vielleicht gehofft, dass Sie uns dazu was sagen können. Also ich will Ihnen nicht zu nahe treten, aber für unsere Ermittlung wäre es vielleicht wichtig. Also der Adrian ist mein Sohn. Also, ja. Okay, ist adoptiert worden. Wenn das alles Kinder sind, die unter Umständen adoptiert sind, was wir nicht wissen, aber jetzt ist es das zweite Kind. Und dann müssen wir natürlich so ein bisschen in die Richtung auch ermitteln. Von meiner Seite aus würde ich es dann auch wieder zum Adrian lassen. Kommt er denn jetzt ins Gefängnis? Nee, also dafür ist er zu jung. Sendera? Sieht von unserer Seite so Frau aus. Frau Hoffmann. Entschuldigung. Ja, wie lange ist er jetzt schon weg? Und in den Skaterpark? Okay, keine Panik. Behalten Sie die Ruhe. Wir sind in 10 bis 15 Minuten da. Okay, bis gleich. Das war die Hoffmann. Der Pascal ist getürmt. Angeblich wollte er in den Skaterpark. Ich habe gesagt, wir sind sofort da. Yildiz, vielen Dank. Ja, danke schön. Wenn wir was haben, wenn jemand einfällt, melden Sie sich bei uns. Wir kommen auf Sie zu, ja? Jasmin Hoffmann ist ihrem Adoptivsohn Pascal zum Skaterpark gefolgt. Zwei strafunmündige Teenager, die im Verdacht stehen, mit Drogen zu dealen, sind für die Beamten kein Zufall. Wer ist ihr Auftraggeber? Ja, du willst nicht so richtig reden mit der Mama, ne? Beziehungsweise auch nicht mit uns. Ich würde mal gerne ein Stück mit dir laufen oder ein Stück auf Seite gehen und mich mal in Ruhe mit dir unterhalten. Ist das okay? Ja. Komm. Hör mal, ich weiß ja, dass das alles eine ziemlich blöde Situation ist. Ich sehe auch, dass du Angst hast. Aber was hier abgeht mit euch und vor allem mit Jungs in deinem Alter, das ist nicht gut. Okay. Das ist wirklich nicht gut. Und das hat auch nichts mehr mit irgendwie, ich schütze einen oder ich mache mir Sorgen zu tun, sondern hat was damit zu tun, dass ich hier auf jeden Fall klare Fakten brauche. Und ich brauche deine Mitarbeit. Egal was passiert, dir kann nichts passieren. Du bist immer sicher und wir halten die schützende Hand über dich die ganze Zeit. Egal, was kommt, egal, wie es läuft, dir kann keiner irgendwas wegnehmen oder keiner kann irgendwas mit dir machen. Okay. Ja? Ja. Ich würde dir gerne mal jemanden zeigen. Vielleicht kommt dir ja bekannt vor. Nein. Kennst du nicht? Aber schnell jetzt. Nein, kann ich nicht. Ich glaube aber schon, dass du den kennst, so wie du gerade reagiert hast. Guck mal, ich mache das schon ganz, ganz lange und wenn jemand mich anschwindelt, dann merke ich das sofort. Was du gerade gemacht hast, war ganz kurz hingucken, ohne wirklich hinzugucken und dann wegzugucken und dann zu sagen, den kennst du nicht. So, als würdest du ihn gut kennen. Ja, aber ich will bei meiner Mutter bleiben. Du darfst aber bei deiner Mutter bleiben, du sollst nicht bei deiner Mutter bleiben. Ja, er sagt nein. Wer ist er, dass er sagen kann nein? Carlo Freier. Wer ist Carlo Freier? Das ist der, welcher mich zwingt, die Drogen zu verkaufen. Wie kam der an dich ran? Woher kennst du den? Er hat mich zu meiner Mutter gebracht, zu meiner Adoptivmutter. Das heißt, der arbeitet ja in der Verteilungsstelle bzw. in der Betreuungsstelle, die Zuordnungen da macht? Ja. Aha. Und der sagt zu dir, du sollst Drogen verkaufen, sonst kommst du nicht mehr zu deiner Mama? Mhm. Guck mal, vor so Leuten haben wir gar keine Angst. Nicht mal Respekt haben wir vor solchen Leuten. Okay? Okay. Du machst dir gar keine Gedanken mehr darüber. Gut, dass du mir das gesagt hast. Wir lassen dich mit sowas nicht allein. Du kannst immer zu deiner Mama. Das ist totaler Quatsch. Was der dir erzählt, ist erstunken und erlogen. Der benutzt euch, weil ihr jung genug seid, um sowas machen zu können. Ich will einmal zur Mama gehen und dann quatschen wir nochmal durch, ne? Also das Einzige, was ich jetzt auch der Frau Hoffmann gesagt habe, ist halt, dass wir es mit einem sehr skrupellosen Menschen zu tun haben, weil der einfach die Kids sich raussucht, die unter 14 sind. Das heißt,
die wir nicht rechtlich belangen können, weil es halt noch Kinder sind. Und ja, diesen Vorteil, den nutzt er aus. Es ist natürlich menschlich höchst zu verachten, aber... Inzwischen wissen wir auch, wer das ist. Ach. Sagt dir der Name Carlo Freier was? Der Adoptivvermittler? Genau. Was hat der damit zu tun? Tja, das ist auf jeden Fall der Mann, der hier dafür sorgt, dass die Jungs in Angst geraten, weil er ihnen vorgaukelt, sie den Familien wieder wegzunehmen bzw. diese Situation abzuerkennen, wenn sie nicht das machen, was er von ihnen will. Ich möchte, dass sie... genau. Gehen wir da hin. Ich möchte, dass sie sich in Anführungszeichen ruhig verhalten. Ne? Und Anführungszeichen meine ich, sie verhalten sich auf jeden Fall ruhig. Mhm. Wir nehmen das jetzt in die Hand. Ich habe auch schon eine Idee, wie wir das durchziehen können. Kannst du mir einen Gefallen tun? Wie nimmt der Kontakt zu euch auf? Der hat mir eine SMS geschrieben. Hast du dein Handy dabei? Nein. Okay. Kannst du mir das später mal leihen? Ich bräuchte mal dein Telefon. Das sammeln wir gleich ein und dann gibst du mir das, okay? Kriegst du nachher wieder. Dankeschön. Mit Hilfe von Pascals Handy haben die Beamten Kontakt zu dem ehemaligen Adoptionsvermittler Carlo Freier aufgenommen und sich vor dessen Haus positioniert. Nun muss der skrupellose Drogenlieferant nur noch anbeißen. Lass uns mal gucken. Ja, lass uns mal hier warten, ob er rausgeht. Okay, er schreibt. Was schreibt er? Treffpunkt wie immer am Kamin. Siehst du im Kamin? Ja, ganz geradeaus. Auf seinem Grundstück. Ist da. Ja? Der hat irgendwas hinten in der Hosentasche, aber ich sehe nicht was. Guten Tag, Herr Freier. Polizei Köln. Waffe runter. Waffe runter. Nehmen Sie die Waffe runter. Komm schon, tu mir den Gefallen. Tu mir den Gefallen. Was sollte das mit der Waffe? Ist doch gar nicht. Ja, besser ist das, ne? Nachdem ein zweites Einsatzteam Carlo Freier übernommen hat und ihn dem Haftrichter vorführt, wollen Paul Richter und Stefan Sindera im Haus des 51-jährigen einstigen Adoptionsvermittlers Beweise sicherstellen. Ich glaube, ich habe hier was. Was hast du? Ich habe hier Akten mit Kindern. Hier ist zum Beispiel auch der Yildiz aufgeführt. Der Pascal steht hier, Hoffmann. Und mit Nummern und mit Grammzahlen. 120 Gramm, 75 Gramm, 60 Gramm, 100 Gramm. Der Trottel hat alles aufgeführt. Der hat alles aufgeschrieben. Spielt uns ein bisschen entgegen, würde ich sagen. Das heißt, hier muss doch irgendwo was sein, verdammte Axt. Also wenn ich von den Grammzahlen hier ausgehe, ne, das geht im Kilobereich bald. Und das ist nur, was gelaufen ist. Hast du was? Bisher nicht. Kannst du dich noch an unseren Eulenfall erinnern? Klar. Da habe ich dir doch erzählt, was diese Matruschkas sind. Die russischen Püppchen, ja. Eine der anderen. Meine Oma, die hat nämlich da immer Tee drinne versteckt. Treffer. Was zum Teufel bist du? Ich bin magisch. Nee, ich habe keinen Handschuh an. Zieh, pack's wieder ein. Das Tütchen soll nicht der einzige Fund in Carlo Freiers Haus bleiben. Bei dieser großen Menge an Kokain wird der Dealer für lange Zeit ins Gefängnis wandern. Diese gute Nachricht übermitteln die Beamten umgehend Familie Hoffmann. Wir haben sehr gute Nachrichten. Guck mal her. Okay. Also, den Herrn Freier haben wir dingfest gemacht. Der ist in Haft. Der wird in seinem Leben nicht ein einziges Kind mehr vermitteln. So. Gott sei Dank. Ja. Und vorhin waren wir noch mal kurz bei ihm im Keller. Ja. Habe ich das Ding gesehen und er fährt ja schon nicht mehr. Habe ich gedacht, hier, nehmen wir die mal mit. Dankeschön. Bitte, gerne stehen. Das ist ja super. Aber brich dir nicht die Knochen, ne? Wenn noch mal irgendein Quatsch passiert, wo du denkst, es wird zu heiß, dann rufst du uns an, ne? Okay. Das ist Freunde mit der richtigen Nummer. Macht's gut. Danke.